Wie man sieht, haben wir totalen Ententeich wieder. Der Wind hat abgeflaut. Und die Fische haben auch das Weite gesucht. So, ihr lieben Angelfreunde, heute geht es um den Wartstock. Braucht man den eigentlich? Ich sag mal so, mich nervt er am Wasser kolossal, aber wenn ich dann im Wasser bin und von Platz zu Platz gehe, dann möchte ich ihn auf keinen Fall missen. Angelt ihr nur auf Sand, braucht ihr natürlich keinen Wartstock. Aber dann braucht ihr wahrscheinlich nicht mal eine Angel, denn der Fisch ist ganz sicher woanders. Wenn ihr dort fischt, wo die Nahrung für unsere Ostseeräuber herumschwimmt, müsst ihr zwangsläufig die sogenannten Leopardengründe aufsuchen. Und das wiederum sind Bereiche mit viel Bewuchs, Steinen, großen Felsen. Dort schwimmen dann aber die Garnelen, Krebse, Jungfische umher und werden gefressen und gejagt. Das Bewegen in diesen Bereichen ist schwierig und der Wartstock gibt euch viel Trittsicherheit. Der hier gezeigte kann sogar zusammengeklappt werden und ist im Fall der Fälle dann schnell verfügbar oder auch verstaubar. Er ist aus Metall stabil gefertigt und kann an die Ausrüstung angehängt werden. So verliert ihr ihn in der Angelphase nicht und könnt ihn hinter euch hertreiben lassen. Rein von der Sache her kann man auch einen ausgedienten Skistock nehmen, kein Problem. Aber einer muss dabei sein. Der Griff des Wartstocks sollte vernünftig gefertigt sein und gut in der Hand liegen. Aufgepasst, wenn Fisch beißt. Nicht selten stört der Wartstock, wenn ihr im Wasser drillt und der Fisch sich möglicherweise in der zusätzlichen Schnur noch verheddert. Achtet also auf die Schnüre. Tightlines. Und danke fürs Zuschauen.